Augenblick zugeschlagen. Du bist schwer zu finden. Oh, du hast mich gesucht? Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Tja, dann würde ich sagen, dass du Glück gehabt hast, mich hier anzutreffen. Ein paar Tage später, ich wäre schon wieder auf hoher See. Ich hätte dich schon gefunden. Möglich. Lass uns über dein Artefakt, den Blutopferdolch, reden. Jetzt fängst du auch noch damit an. Na gut, lass uns über den Dolch reden. Aber nicht hier. Wir gehen zu meinem Schiff. Da können wir ungestört reden. Folge mir. Na komm, die Charlie, die braucht der Admiral. Nee, verdammt. Komm, der Admiral braucht sowieso. Ja, halt mal die Schnauze da hinten. Der Admiral braucht das Zeug eh nicht. Altes Tagebuch. Ich habe den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam mein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Okay. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer. Mal so nebenbei bemerkt, es gibt verdammt viele Quests durch solche Bücher. Gefällt mir gar nicht. Da versinkt man ja in Quests. Karte, jawohl. Die 8 Regeln des Piratenkodex. Okay, die sind... Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Okay. Zweitens, wer es findet, darf es behalten. Drittens, verstanden. Schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, begriffen. Der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, jawohl. Deal ist Deal. Sechstens, okay. Im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, in Ordnung. Bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens. Okay. Wer den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Jawohl. Ja, komm. Drecksack. Hey, Alvarez. Da kommt der nächste Esel in meine Stadt. Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Der hat ein schönes Schwertchen. Ich trau dem Kerl nicht. Sehr schön. Ein schönes Schwertchen. Können wir gleich über deine Kapitänstaufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Ja, ja. Ich habe deinen Streit mit Slane mitbekommen. Ja, Slane ist dein Hundesohn. Der wird's auch noch lernen. Und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Ziemlich auf die Palme. Warum? Worum ging es genau? Manchmal ist eine ganze Armee nicht genug, um das Böse zu bekämpfen. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, wo sich okay. Das Böse verbirgt. Du redest vom Blutopferdolch. Slane ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hat. Doch, ich glaube schon, dass er das weiß. Eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen, wenn es nicht schon zu spät ist. Woher weiß er denn das? Ja, ein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten. Ja. Also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitänstaufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Okay, ist mir eine Ehre. In der Tat. Das ist es. Du bist einer der letzten Piratenkapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also, vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst zu glorreichen und besseren... Okay.
Muss ich jetzt was vorsingen? Eine Schande ist das. Du dämlicher Ochse hast keine Ahnung von unseren Traditionen, oder? Naja. Ach, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Okay. Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Mit dem Blutopferdolch. So? Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, wird sie ihn dir in den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Ja, ja. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es, der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, okay, die sie noch nicht gesehen hat. Dumm gelaufen. Auf jeden Fall hatte jemand was dagegen, dass sie den Tempel plündern. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Hat gelastet. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Okay. Davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. Puh! Wo ist dieser Wassertempel? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nur Stahlbart wusste, wie man ihn findet. Ja, das klingt nach ihm. Er hat nie jemanden getraut. Nicht zuletzt darum machte ich ihn damals zum Anführer der Kapitäne. Verstehe. Tatsächlich. Du kanntest Stahlbart gut? Das kann man wohl sagen. Damals... Als er das Schwert hatte, hätte er schon gerne. Oft gemeinsam die Schiffe des Königs. Du warst damals noch ein kleines Mädchen. Und nach unseren Erfolgen ließen wir in den Tavernen der Südsee die Puppen tanzen. Ja, ich kann mich erinnern. Das sind Geschichten, die ich lieber verdränge. Aber Stahlbart war nicht zuletzt deshalb einer der berüchtigtsten Kapitäne, weil er kodextreu war. Schreib dir das ruhig hinter die Ohren, Junge. Okay. Du bist traditionsbewusst. Nichts geht über den Kodex. Wer den Kodex nicht ehrt, der ist verloren. Ja, genau so ist das. Du hast doch nicht die geringste Ahnung, wovon ich rede. Es sind die elementaren Regeln, die uns zu dem machen, was wir sind, mein Junge. Sie bringen uns Ruhm und Ehre, halten die Gemeinschaft zusammen und bewahren uns vor unseren eigenen Dummheiten. Du solltest sie verinnerlichen, damit du nicht dieselben Fehler begehst wie Slay. Das schwarze okay. Buch des Kodex liegt im Ratssaal auf meinem Schreibtisch. Jawohl. Sieh es dir an und lerne. Mach ich. Gut, denn auch du wirst dich daran halten müssen, wenn du was erreichen willst. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, diesen Wassertempel zu plündern? Stahlbart hatte davon auf einer seiner Kaperfahrten erfahren. Ich glaube, es waren irgendwelche Eingeborenen, die ihm davon erzählt haben. Glaubst du, er hätte wissen müssen, was passieren kann? Ich weiß es nicht. Aber es ist passiert und alles andere spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Okay. Was weißt du noch über den Fluch der Kapitäne? Mara verfolgte sie, manipulierte sie und schickte ihnen ihre Höllenbrut auf den Hals. Überall kamen plötzlich diese Versunkenen aus dem Ja, ja. Und vernichteten alles, was ihnen in den Weg kam. Am Ende konnte Mara sogar Crows und Garcias Willen brechen und für sich in die Schlacht schicken. Ich werde ihr nicht in die Falle gehen. Das hoffe ich, mein Junge. Zwei der Kapitäne hat Mara auf diese Weise jedenfalls auf ihre Seite gebracht. Jetzt bist du hier. Ja, Crow. Du bist das Erbe Stahlbarts. Also sei auf der Hut, damit sie dich nicht auch erwischt. Ja, ja. Crow. Crow ist erledigt. Mist. Aber wo ist Garcia? Hinüber. Garcia ist immer dort, wo es was zu holen gibt.
Wenn ich es mir so recht überlege, ist es nicht verwunderlich, dass Mara ihn beeinflussen konnte. Der Mistkerl schlägt sich immer auf die scheinbar mächtigere Seite. Garcia hatte schon früher Kontakte mit Händlern aus Caldera, okay, weil er sich einen Vorteil davon versprach. Wenn du ihn finden willst, solltest du dort mit deiner Suche beginnen. So. Ich habe dir von seinem Titanen-Artefakt erzählt. Dem Amulett der Erde? Sicher. Weißt du, wo ich es finden kann? Es ist dir wirklich ernst, nicht wahr? Jetzt, wo du fragst, vielleicht suche ich mir doch besser eine andere Freizeitbeschäftigung. Jetzt werd mal nicht gleich frech. Ich kann dir nur einen Hinweis geben. Genau weiß ich es nicht. Stahlbart, das alte Schlitzohr, hat das Amulett in Garcias okay versteckt. Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Geschweige denn, wo Garcia seinen Schatz vergraben hat. Okay. Das lasse ich bewusst mal kurz aus. Weil ich glaube, da hätte was dagegen, wenn wir mit Slane zusammenarbeiten. Die Wände haben Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Du meinst Alvarez? Psst, nicht so laut. Komm weiter. Okay. Ach, bleib da will er lang. Oder bleibt an deinem Heck. Okay, okay. So, du hast Admiral Alvarez ganz schön verärgert. Er kriegt sich schon wieder ein. Wir hatten einen Deal und ich kann ihn leider nicht erfüllen. Und jetzt pocht Alvarez auf seinen Piratenkodex und will den Dolch mit Gewalt aus mir herauspressen. Mit Gewalt? Was heißt das? Das heißt, dass er mich hier im Hafen verfaulen lässt, wenn er nicht kriegt, was er will. Der Dolch ist eine sehr mächtige Waffe. Die sich in deinem Besitz befindet. Ja, aber ich habe ihn nicht bei mir. Wo ist er? An einem sicheren Ort. Komm. Also, die Waffe. Also, wo ist der... Eine Summe. Ich habe ihn versteckt. Er ist auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Eine kleine... Kann ich ihn auf Alvarez nicht geben, auch wenn er noch so brüllt. Wir müssen die See von Mara befreien. Ja, wir müssen ihr die Stirn bieten. Das ist leichter gesagt als getan. Ohne den Dolch kann ich mich auch gleich in der See ertränken. Ihre Macht ist sehr groß. Selbst Stahlbart war ihr nicht gewachsen. Ich habe nicht vor, aufzugeben. Deine Entschlossenheit klingt sehr überzeugend. Aber hast du auch einen Plan? Ich habe Crow getötet und sein Artefakt an mich genommen. Was denn? Crow ist auch erledigt und du hast sein Artefakt? Ja. Sieht die Sache ja schon gleich ganz anders aus. Warum sagst du das denn nicht gleich? Jetzt weißt du es ja. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, und Mara fürchtet die Artefakte. Mit ihnen haben wir vielleicht eine Chance. Ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz. Zwei junge Kapitäne stellen sich dem unbarmherzigsten Feind, den die See in diesem Teil der Welt je gesehen hat. Hört sich ziemlich aussichtslos an. Ich bin dabei. Na also... Da gibt es nur leider noch ein kleines Problem. Welches? Yep. Ohne Schiffsausrüstung hängen wir hier im Hafen fest. Wie können wir Alvarez überzeugen? Vergiss es. Der störrische Esel wird uns nicht helfen. Er will den Dolch, auch wenn ich ihm schon 100-mal gesagt habe. Vielleicht mit Voodoo? Wir müssen die Handwerker in der Stadt dazu bringen, gegen den Willen ihres Admirals zu handeln. Sie müssten uns die Ausrüstung trotz Alvarez Handelsverbot verkaufen. Traust du dir das zu? Ja, klar. Ja, das will ich hoffen, denn ich fürchte, Mara ist auf dem Vormarsch. Wenn wir uns nicht beeilen, wird sie uns hier finden und uns ihre Schergen schicken. Du besorgst den Kram und ich führe uns anschließend zu der Insel, wo ich den Dolch vergraben habe. Also, haben wir einen Deal? Okay. Ich besorge uns die Schiffsausrüstung. Das ist ein Wort. Abgemacht. Ich warte so lange auf meinem Schiff. Komm zu mir, wenn du alles erledigt hast. Ja, was brauchst du denn? Eine neue Kanone und ein paar Fässer frisches Pulver dazu. Kanone, Pulver. Meine letzte Schlacht ist mir eine Backbordkanone um die Ohren geflogen. Was noch? Ohne Trinkwasser und ein paar frische Fischfässer werden wir auf See nicht weit kommen. Ach ja. Und einen neuen Steuermann. Ist das alles? Jedenfalls genug, dass ich es nicht wagen kann, einfach in See zu stechen. Gut. Ich
denke, ich habe jetzt dein Bild. Meine Sache noch. Meine Sache. Ja, das gibt's. Sollen die Sachen direkt auf dein Schiff geliefert werden? Nein. Wenn sie zum Hafenkai gebracht werden, reicht mir das. Meine Leute werden den Rest. Gut.